Und in Berlin begrüße ich den außenpolitischen Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag, Omid Noripur. Guten Tag nach Berlin. Ich grüße Sie. Also kein Militärschlag der Amerikaner, dafür aber neue Sanktionen, diesmal direkt gegen das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Lässt sich die Islamische Republik wirklich so davon abhalten, die Bombe zu bauen? Diese letzte Sanktionsstufe der Amerikaner hat, glaube ich, eher symbolischen Charakter. Sie wollen Druck machen, dass die Iraner an den Verhandlungstisch kommen. Aber das Wichtigste, was wir bisher aufgebaut haben gegen ein iranisches Atomprogramm nuklearer Art, militärischer Art, ist das Atomabkommen, das die Amerikaner leider aufgekündigt haben. Dieses zu retten ist zentral und mittlerweile auch mit großem Zeitdruck versehen. Es kann sein, dass die Iraner in den nächsten 10 Tagen schon aussteigen. Das wäre verheerend für die Vision, dass wir im Nahen Osten nicht weitere Atombomben dazu bekommen. Die Europäer wollen diesen Atomdeal ja retten. Sie wollen Vermittler sein. Aber ist es nicht Zeit, doch sich einzugestehen, dass dieser Deal faktisch gescheitert ist? Die Amerikaner sind ausgestiegen. Teheran will wieder Uran anreichern. Die Zweckgesellschaft zur Finanzierung von Iran-Geschäften funktioniert nicht. Was können die Europäer in dieser verheerenden Situation eigentlich noch tun? Wenn das Abkommen fällt, gibt es keine Inspektion mehr. Das wäre der schnellste Weg des Iran zur Atombombe und zu einer Nuklearisierung des Nahen Ostens. Man muss davon ausgehen, dass, wenn das Abkommen weg ist, nicht nur der Iran schnell nach der Bombe versucht zu greifen, sondern beispielsweise auch Saudi-Arabien. Das wäre in unserer unmittelbaren Nachbarregion und extrem gefährlich. Es ist klar, dass wir bis zum letzten Augenblick alles tun müssen, um das Abkommen zu retten. Als die Amerikaner letztes Jahr im Mai ausstiegen, haben die Europäer ganz viel versprochen. Im September beispielsweise haben die Außenminister der Europäischen Union noch angekündigt, dass sie die Sanktionen der Amerikaner ausbalancieren würden. Wenn man sich anschaut, was alles passiert ist, muss man einfach feststellen, das ist extrem dünn. Die Vorstellung der Iraner, dass wir unsere Wirtschaft zwingen würden, mit dem Iran Geschäfte zu machen, ist natürlich naiv und wird nicht funktionieren. Aber wenn man ein Instrument wie Instex schafft, damit es Transaktionen geben kann, damit beispielsweise Pharmaunternehmen Medikamente in den Iran verkaufen können und da wird nicht mal richtig Geld da reingebuttert, damit das funktionieren kann, dann wird das nicht gehen. Diese Passivität der Europäer hat auch dazu beigetragen, dass das Abkommen jetzt ganz schlecht noch zu retten ist. Aber wir müssen es weiter versuchen. Stichwort Handel. Deutsche Unternehmen machen ja traditionell gute Geschäfte im Iran schon zu Schahs Zeiten. War das so? Auch zuletzt ist der Handel wieder aufgeblüht. Mal ehrlich, hat uns der rollende Rubel, der rollende Euro da nicht auch ein Stück weit blind gemacht für die obstruktiven Umtriebe der Mullahs in der Region? Es ist offenkundig, dass der Iran eine hochaggressive Rolle in der Region spielt. Die Menschenrechtsbilanz des Landes ist verheerend. Die Drohungen gegen Israel sind weitergegangen und sind weiterhin inakzeptabel. Sie haben ein ballistisches Raketenprogramm, das sehr bedrohlich wirkt. Das ist alles aber nicht neu. Das wissen wir die ganze Zeit. Die Frage war, wie man ein Hauptproblem mit dem Iran lösen kann, nämlich, dass sie atomar bewaffnet werden. Und dafür hat man ein Atomprogramm, ein Atomabkommen verhandelt, das auch beinhaltet hat, dass Firmen Geschäfte machen können. Wenn man sich das Volumen anschaut der letzten Jahre, ist es nicht besonders groß gewesen. Es war größer als vorher. Und es gibt ja Gründe, warum deutsche Firmen jetzt, wenn die vor die Wahl gestellt werden, sich sofort für das amerikanische Geschäft und gegen das iranische entscheiden. Also so viel Rubel ist da gar nicht gerollt. Aber es war offenkundig, dass die Iraner auch aufgrund der inneren Schwäche der Wirtschaft Anreize brauchen, damit sie ihr Atomprogramm auch unter Inspektion stellen. Das ist das, was passiert ist, mehr nicht. Heute werden ja die Amerikaner in Bahrain einen 50 Milliarden Dollar schweren Investitionsplan nicht für Iran, aber für den Gazastreifen und das Westjordanland vorstellen. Das Ziel, bessere Lebensbedingungen und Zukunftschancen für alle Palästinenser. Das klingt doch auf den ersten Blick gar nicht mal so übel, oder? Allein glaubt das die palästinensische Seite nicht. Die Amerikaner haben ziemlich viel getan die letzten Monate, um Vertrauen auf der palästinensischen Seite zu zerstören und nicht mehr wahrgenommen zu werden als ehrliche Vermittler. Die Akzeptanz der Annexion der Golanhöhen beispielsweise, die Verlegung der Botschaft nach Jerusalem, das hat alles nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Palästinenser jetzt da sitzen und auf eine amerikanische Lösung warten. Und die Tatsache, dass der wirtschaftliche Plan vorgelegt wird und der politische später, vor dem sich die Palästinenser ja sehr fürchten, weil sie ja glauben, dass ihre Perspektive eines eigenen Staates dann dahin siechen wird, führt auch dazu, dass die palästinensische Seite jetzt gerade überhaupt nicht anspringt. Es gibt ja kaum Vertreter der palästinensischen Seite jetzt in Bahrain auf dieser Konferenz. Und die Tatsache, dass die Amerikaner ihre eigene freie Presse auch ausgeschlossen haben, dass die Washington Post und New York Times da gar nicht sein dürfen, spricht auch Bände.
Jedenfalls scheinen die Amerikaner die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr zu verfolgen, das Ziel vielleicht sogar ganz aufgegeben zu haben. Wäre es dann nicht an der Zeit, dass die Europäer diese Lücke füllen und sich offensiver auch zu Fürsprechern politischer Selbstbestimmung für die Palästinenser machen? Sie sprechen eine sehr gute Frage an und ehrlich gesagt macht mich das rasend zu sehen, wie die Europäer da einfach wie die Kaninchen vor der Schlange da sitzen seit Monaten und nicht wirklich was tun. Es ist offensichtlich lange angekündigt, dass die Amerikaner diesen Plan vorlegen werden und es geht auch nicht darum, dass die Europäer jetzt Lobbyarbeit für die Palästinenser machen. Es geht darum, dass wir immer schon gesagt haben, dass die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Variante ist, die dauerhaft zu Frieden führen kann, gerade für Israel. Und jetzt fehlt aber eine klare europäische Stimme, die einheitlich auch agiert. Wo war denn eigentlich eine beherzte Initiative unseres Außenministers die letzten Monate, um diese Stimme herzustellen? Wo war denn eigentlich eine Initiative Deutschlands, damit die Europäer jetzt mit einer Stimme sprechen an Tag X, von dem wir alle wussten seit Monaten, dass er kommen wird? Ich fürchte, wenn es so bleibt, wenn wir so passiv bleiben, wenn wir immer nur schauen, wann denn der Tag X bei der oder der Ankündigung der Amerikaner oder anderer kommt, dann werden wir gar keine Rolle mehr spielen in der internationalen Politik und auch nicht bei Themen, die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sich abspielen und uns massiv betreffen. Aktiver werden im Nahen Osten, heißt das nicht aber auch, dass Europa ja die Israelfeindlichkeit zumindest in bestimmten Strömungen der palästinensischen Interessenvertretung, Stichwort Hamas, klarer verurteilen muss, die moderaten Kräfte dort aktiver unterstützen muss und zwar nicht nur durch Subventionen nach dem Gießkannenprinzip? Die Hamas ist sicher kein Freund der Demokratie und auch kein Freund von uns Europäern. Darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass wir jetzt Lobbyarbeit für die Palästinenser machen. Es geht darum, dass wir immer schon gesagt haben, dass eigentlich wir es mit einem Konflikt zu tun haben, der gut reflektiert ist, von dem alle wissen, wie die Lösungen dessen gehen können. Alle wissen, dass Oslo, der Vertrag, der jetzt mittlerweile schon 28 Jahre her ist oder länger, dass in diesem Vertrag alles stand, was eine Lösung beinhalten kann und dass wir eigentlich dahin zurückkehren müssen und dass wir vor allem gucken müssen, dass faktisch vor Ort nicht physisch Barrieren geschaffen werden für eine Zwei-Staaten-Lösung. Dass wir jetzt uns davon mit 7 Meilenschritten entfernen, hat auch was damit zu tun, dass wir das zwar immer sagen, aber nicht bereit sind, mit einer Stimme zu sprechen in Europa. Und wenn die Amerikaner dann sagen, wir werden im Übrigen demnächst einen Plan vorstellen, den die Palästinenser fressen müssen oder einfach lassen müssen und dafür geben wir denen auch noch ein bisschen Milliarden, im vollen Wissen, dass die Palästinenser nach den Ankündigungen der Amerikaner in den letzten Monaten das gar nicht werden anerkennen und akzeptieren können, dann stellt sich die Frage, ob die Europäer überhaupt Weltpolitik machen wollen. Es geht doch gar nicht um Weltpolitik, es geht um unsere Nachbarschaft. Die Europäer müssen tatsächlich verstehen, dass sie nur noch zusammen gehört werden und es fehlt mir einfach eine koordinierende Kraft, eine treibende Kraft, die gemeinsame Position beim offensichtlichsten, und wir reden hier bei der Zwei-Staaten-Lösung, bei einer offensichtlichsten aller Lösungen, dann vorantreiben. Was das außenpolitische Engagement der Europäer angeht, ist noch viel Luft nach oben, sagt der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur. Ich danke für das Gespräch und Grüße nach Berlin. Danke. Danke Ihnen.